Eric, wie bist du da reingekommen? Idiot. Ach nein, bitte nicht. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht raus. Doch, raus komme ich. Sehr gut. So, Feuer habe ich erledigt. Eis kann ich die letzte Tür nicht öffnen. Komischerweise. Aber vielleicht kann ich die vorletzte öffnen. Ich weiß nicht, wo ich das letzte Mal war. Aha. Hier war ich das letzte Mal. Öffnen. Blöd. Da fehlt mir noch eine scheiß Scherbe, ohne Witz. Wieso sind das schon Feinde? Triffst du, triffst du? Nee, weil er schießt gar nicht, der Idiot. Schieß den ab jetzt. Ah, und tot. Gewonnen? Ja, sehr gut. Da komme ich auch nicht rein, okay. Was ist das? Parashöhle. So. Tagebuch, schauen wir mal, was gibt's denn da? Die verbotene Oase. 17, aha. Die Hinterlande. Die fauchende Ödnis. Erkunde das Gebiet. Der Gott der Geheimnisse, kommen wir dahin. Vergessener, der Hemtempel. Ja, sehr gut. Ich hoffe, ich habe volle Heiltränke, sonst habe ich ein Problem. Aber vergessene Tempel sind doch immer was Gutes. Grauschnaps, Ritualwein. Lauter geile Sachen. Haben wir jetzt einfach so erkannt oder was? Der lebt hier. Das ist der Pfad der Schatten. Ja, nimm mal eins mit, sicherheitshalber. Komm, das ist erst 7. Bam. Gott, hier sieht man ja gar nichts. Keine Ahnung, aber es geht nicht auf. Untersuchen. Gefundener Schleier. Feuerruin. Der vergessene der Tempel.
Wir wenige flüstern hier, wo der Schatten haust. Manche Worte bleiben unausgesprochen. Wahrheiten werden unterdrückt, ganz tief, damit sie nie mehr an die Oberfläche kommen. Seltsam, dass ich das verstehe. Die Geheimnisse dieses Tempels waren zu lange unausgesprochen. Sie wollen gehört werden. Kammer des Leids. Hier ist doch was, das... Der Kopf des Leids nehmen. Ah. Würde der Altar aufwachen? Nee, nur ein paar Zombies aufgenommen. So. Plündern. Okay, was sagt mir das? Habe ich jetzt ein dickes Problem oder nicht? Naja, mal schauen, vielleicht hat jetzt sich das Tor geöffnet. Wo ich nicht durch konnte bis jetzt. Diese Tür kann nur mit einem besonderen Mechanismus geöffnet werden. Sehr schön. Mit welchem Mechanismus? Geradeaus, okay. Ah, den Schalter ziehen. Was zu lesen? Forsche im Tempel. Auf dieser Schriftrolle wurden in wütenden Lettern mehrere Notizen gekritzelt, zum Großteil wieder durchgestrichen. Enthüllt das Herz Feindes mit der Flamme und gemeinsam formen sie den Schlüssel zur Befreiung, zum Fortschritt. Die Übersetzung ist nicht eindeutig und außerdem ist diese Feuerstelle sicher nicht die brackliche Flamme. Ist das die Zunge des Flüsterns nehmen? Der Tam ist Geschichte, sagt er. Unser Oberst bringt uns diese schlimmste aller Nachrichten. Was sollen wir tun? Wohin sollen wir gehen? Was wird aus den alten Geheimnissen, die in unseren Herzen brennen? Komm, steh auf. Bis der aufgestanden ist. Gott. Alle am Eingang getötet. Lebt da noch einer? Nee. Oder doch? Nee. Zum Glück erlischt die Flamme im Wasser nicht. Aha. Zwei und drei und vier und kaputt. Mosaikteil, yeah! Was haben wir? 4 von 12. Gerade mal. Forscher im Tempel, sie wollten mich in der Nacht holen, aber ich lasse mich nicht wegnehmen. Ich lasse sie mir nicht wegnehmen. Finde der Thames Weisheit auch ganz alleine. Diese Verräter wollen Reichtümer für sich selbst. Sie haben keine Ahnung, wie sie den Rest des Rituals entschlüsseln sollen. Hiermit verkünde ich, dass mich Lord Gretchen Volks keine Schuld daran trifft, was ihnen zustoßen mag. Überhaupt keine. Einer der Forscher? Aha, ich wollte doch nur diese Kiste klauen. So ein Idiot. Feuer an.
Kammer der Trauer. Die Augen der Trauer nehmen. Wow. Ist dann wieder Gänger, der kann erschrecken. Genauso scheiße. Tot. Ja. Oh, da steht einfach. Hallo. Hallo. Du bist eigentlich tot, du musst umfallen. Bleibt einfach stehen, er hat keine Lust. Ich spiel nicht mit. Keine Lust immer zu sterben. Also ich gedacht, heute mal nicht, heute bleibe ich einfach stehen. Fordert verzierte elfische Schlüssel, okay. Soll ich da runterlaufen mal? Öffnen. Magisch versiegelt, okay. Nur negative Nachrichten, ohne Witz. Was ist das für eine? Forscher im Tempel. Dieser Mensch war ein Krieger und ist vielleicht seit ein paar Monaten tot. Seine Haut ist trocken und spannt über den Knochen. Anscheinend wurde er von hinten erstochen. Sein Gesichtsausdruck zeigt immer noch entsetzliche Schrecken. Einer der Forscher aus dem Lager. Wo sind die anderen? Und die Fackel erlischt. Warum? Jetzt echt wieder ganz zurücklaufen für die Scheißfackel. Ich wusste gar nicht, dass die erlöschen kann. Vorne. Oder die alle Steine an der Stelle. Ich hoffe mal nicht. Sonst wäre der Weg umsonst gewesen. Und? Ja, der Weg war umsonst. Glückwunsch. Alec, mach mal auf hier. Da ist was zu lesen. Forscher im Tempel. Mir ist einerlei, was Lord Gratian behauptet. Letzte Nacht haben Stimmen uns im Schlaf etwas zugeflüstert. Das sind keine kindischen Ängste. Es ist dieser Ort. Lohnt es sich, nach diesem Artefakt zu suchen, wenn wir dabei die Aufmerksamkeit von Geistern auf uns lenken. Und woher wussten die Geister unseren Namen? Sie kannten persönliche Einzelheiten. Dinge, die ich lieber vergessen würde. Ich würde am liebsten verschwinden, aber dann verlöre ich den gesamten Lohn der vergangenen Monate. Ja, das ist natürlich blöd. Da hat ihn jemand ganz schön erpresst. Okay. Lad mal auf hier. Ups, jetzt habe ich das nicht gelesen. Verdammt. Geil. Ja.
Der Oberste verspricht Sicherheit. Ich werde unsere alten Geheimnisse bewahren, sagt er. Alles, was Dirtham uns einst gewährte, wird sicher sein. Aber dabei will er unser Blut. Ein Opfer, dunkel und unheilig. Ein Gefängnis des Bösen, das uns ein und alles andere aufsperren soll. Lol. Sich selber einsperren und den Rest aufsperren. Kammer der Pein. Ist hier was? Nee. Dann nimm mal. Oh yeah, oh yeah. Was für ein verrätisches Buch habe ich gefunden? Cool. Da ist wieder ein, den ich sterben will. Ah, jetzt ist er gestorben. Doch nicht, er ist eingefroren. Ja, dann bleib stehen, Kollege. Die ist gar nicht so blöd. Dann bleibt mir nur noch hier runter zu laufen. Das Herz dieses Ortes. Die Stätte all der alten Rituale und Gebete. Das war vielleicht nicht so schlau, durchs Wasser zu laufen. Da. Die Augen der Trauer platzieren. Ich rate zur Vorsicht. Versuchen. Wir wissen nicht, wohin das Herz der Mutlosigkeit führt. Hier in der Pein. Zunge des Flüsternden platzieren, lesen. Forscher im Tempel. Mehrere Papiere und Notizen wurden in ein kleines Büchlein eingelegt. Es ist voll eingetrockneter Blutflecken und mit Staub bedeckt. Der noch am besten lesbare Eintrag ist der letzte. Wir sind nach wie vor nicht sicher, warum Lord Gretchen mitten in der Nacht weggerannt ist. Die anderen denken, die Albträume sind schuld. Aber sie sagen, das stimmt mit ihnen. Das stimmt mit ihnen sprechen. Wir haben abgestimmt und beschlossen, die Suche nach Dirtails Weisheit fortzusetzen, da wir sonst alles verlieren, wofür wir gearbeitet haben. Es wird nicht einfach werden, alle Notizen von Gretchen zusammenzusetzen. Ich weiß nur, dass wir die von den Feuerstellen enthüllten Relikte in Flammen liegen müssen. Das gehört wohl alles zu irgendeinem elfischen Ritual. Das einzige Gruselige dabei sind die vielen verrotteten Organe. Lord Gretchen glaubte, sie gehört dem Hohenpriester dieses Tempels und dass wir ihn irgendwie wieder zusammensetzen müssen. Ich finde es ja schon bedenklich, dass die Elfen ihren Hohenpriester überhaupt auseinandergenommen haben. Das stimmt allerdings. Mir fehlen noch 1, 2 Gegenstände. Da ist eins und da ist eins. 2 Gegenstände. Deine Gegenstände ist hier. Oh, ich kann nicht durch. Warum auf einmal? Aha, okay. Jetzt habe ich einen Hebel zum Ziehen. Warte, dann hat sich diese Tür geöffnet. Da kann ich die Wand einschlagen. Bam! Da kann ich noch was plündern. Da ist noch was zu plündern. Hm.
du mal bitte? Ich muss hier rüber. Muss das mitnehmen? Sehr gut, danke. Ah, da ist ein Teil. Das ist das. Die Ohren der Gerechtigkeit. Hallo. Ja, doch nicht zweimal gleich. So, 1 und 2 und 3 und 4. Kann dafür sorgen, dass der eine auf den anderen schießt, oder? Bam! Der ist gleich tot. Genau, und am Ende teleportiert er sich noch weg, oder? Ah, nee, nicht mal. Ha, Idiot. Loser. Wasser macht die Fackel aus. Okay. Meines Volkes. Da ist es. Das sollte die Dämonen fernhalten. Das hoffen wir mal, Kollege. Verstehe, ich muss hier komplett außen rumlaufen. La la la. Sein Geist, der nicht denken kann, seine Zunge, die nicht sprechen kann, seine Hände, die nicht berühren können, seine Ohren, die nicht hören können, seine Augen, die nicht sehen können. Und der Gestalt wird unser Oberst gebunden sein. Er wird sich uns in unserer Stille anschließen. Was gibt's hier? Außer nichts. Und mitnehmen, mitnehmen. Sehr gut, mitnehmen. Wo lang jetzt? Jetzt sehen wir, wie lang rausgehen. Wo lang gehe ich hier raus? Da, Varric. Knack mal auf hier. Vorhin dahin. Und da habe ich die Tür eingetreten. Genau. Das heißt, ich war da rechts noch gar nicht, oder? Doch. Plündern. Noch mehr plündern. Sieht aber recht schön aus. Untersuchen. Ja, wir lassen das nicht zu, wir lassen das nicht zu. Die Geheimnisse sind Wahnsinn in unseren Ohren, aber sie gehören uns. Der Oberst kann sie uns nicht wegnehmen. Der Dithram, unser Hüter, nur er. Und wenn er uns die Geheimnisse nicht wegnimmt, gehören sie für immer uns. Was haben wir da? Lechtrebe, Nesselsamen. Oh, geil.